Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Dalias und ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Nukula am Sonntag. So, jetzt fragt ihr euch, warum kam die ganze letzte Woche nichts? Und jetzt fragt ihr euch, bei welcher Nummer Nukula am Sonntag sind wir? Und warum ist der Spasti so dumm, dass er diesen gleichen Simpsons-Gag zweimal in Folge in einem oder in zwei Sätzen bringt? Erstens, ich habe zu viel gezockt die ganze Zeit, ich konnte nichts hochladen, ich habe einfach die ganze Zeit durchgesuchtet, was Gründe hat, zu denen ich nachher noch komme. Zweitens, ich bin einfach ein Depp. Drittens, ich bin einfach ein Depp. Nee, was war? Egal. Nee, ich weiß nicht, bei welchen Nummern wir gerade sind. 11, 10, 10, sind wir bei 10, sind wir bei 11? I don't care. I don't know it. So, auf jeden Fall, im Hintergrund seht ihr mich. Auch wenn da steht XX, Pustekeks, XX. Viele von euch dürften das schon mitbekommen haben, aber viele auch nicht. YOLO. Also ein paar dürften es schon wissen. Das ist einfach ein zweiter Account von mir. Ja, ich weiß, ich bin kreativ im Namen geben. Und ja, es wird hier eine 62er Gunstreak. Ich spiele mit dem Freshgum und dem... wer ist da? Kumpel von Decepticon. Mit dem spiel ich noch. Ja, ihr seht schon mit den Streaks hier, Drohne, Vorräte, Blitzschlag, das war natürlich ein Versehen. Aber, naja, vielleicht ist es ja sogar die höchste Gunstreak mit den Streaks. Wäre mal was, ne? Eure Aufgabe, herausfinden, was die höchste Gunstreak mit diesen scheiß Streaks, und dann kann ich hier reinschreiben, oh, Weltpremiere. Ja, bestimmt nicht, aber wäre cool. Zum Thema Weltpremiere habe ich dann noch zwei andere Gameplays auf diesem Account erspielt, aber dazu kommen wir wann anders. Das ist auf jeden Fall ein Account, den ich mir gemacht habe, als es mir Call of Duty Black Ops 2 nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und Ghosts sowieso keinen Spaß gemacht hat. Und ja, da dachte ich mir, wir wohnten an das ganze Tief im Meer, genau, Pustekeks, und da habe ich mir die KD einfach runtergepustet. runtergepustet. Sorry. Was soll ich hier seriös wirken, ne? Habe ich mir die KD runtergepustet. Und hatte dann eine 0,2er KD und dann eine 62er Gunstreak, also das heißt ein Nuklear und 32 unaufhaltsam, und das sah einfach extrem lustig aus. Die Gegner haben sich verarscht gefühlt. Ich habe einfach mit den Gegnern hier geboostet, noch mit einem anderen YouTuber und noch einem anderen YouTuber. Ich verrate mal noch nicht, wer die anderen sind, vielleicht haben die das schon bei sich auf dem Kanal, vielleicht wollen die nicht, dass ich die auch verrate, deswegen YOLO, ne? Ja. Ich habe hier... was ja, genau, also ich habe dann einfach immer meinen Taktikanstieg mit meinen Kollegen irgendwo hingelegt und den Gegnern irgendwas geboostet. Und ja, das war ziemlich lustig, ne? Also wichtig war, dass wir die Gegner nicht kennen, ne? Haben wir irgendwelchen random Gegnern 200 plus geboostet, Quad Nuklear, anderen ganz viele Nukleas. Es war richtig lustig, die haben sich verarscht, so verarscht gefühlt, dachte ich, ja, komm, bleib drinne, die Gegner, die fucken nicht ab, die Gegner sind, die boosten, ne? Und da haben wir halt nächste Runde richtig ernst gespielt und die sind so ausgerüstet. Weil haben natürlich nichts mehr geschissen bekommen. Naja, was habe ich auf diesem Account dann gemacht? Natürlich erstmal Ballistic Knife und Sniper auf Gold. Immer muss ich meine scheiß Sniper auf Gold machen, ey. Es ist, glaube ich, habe jetzt auf vier verschiedenen Accounts die DSR auf Gold. Ja, ich weiß, dass ich keine Hobbys habe. Ja, es ist ja quasi eine Assault 62er ganz big, ne? Mit Assault Streaks. Nee, nicht wirklich. Ja, ich will gerade wieder ein bisschen rumpuschen. So, nee, ich habe mir ein Thema überlegt, und zwar geht es um... Wartet kurz. Ich hole mir kurz was. Ich habe mir so einen Nikolaus geholt. Weil das mein Thema ganz gut zeigt und ich fresse ja ganz gerne was. Übrigens, es kommt ein Special in der nächsten Woche. Ich sag nur, ich habe mir eine Actionkamera gekauft. Und ja, da kommt auf jeden Fall mal was Un-Call of Duty-haftes. Richtig fettes Special, richtig krass, richtig der Hammer, ihr kennt mich. Das meine ich natürlich total ernst. Richtig fett wird das. Das wird quasi ultra babuhaft. Und warum hat mein Nikolaus ein Loch im Kopf? Egal. Ich öffne den jetzt mal ein bisschen weiter weg vom Mikro, damit das nicht so laut für euch ist. Ich weiß Bescheid. Jetzt öffne ich den. Oh. Beiße ihm in alter Tradition den Kopf ab. Schmatze ein bisschen ins Mikro.
Doch, doch. So. Dann habe ich mir als Thema zum einen die Adventszeit, Weihnachten und Schokolade ausgesucht. Finde ich, sind ganz gute Themen. Der Punkt ist, ich werde alle drei Sachen fertig machen, runter machen, schlecht machen, dies, das. Also wenn ihr Schokolade sehr gerne mögt, Weihnachten sehr gerne mögt, Adventszeit sehr gerne mögt und keine Lust habt, euch danach schlecht zu fühlen, dann solltet ihr jetzt besser abschalten. Weil jetzt kommt mal der Moralprediger. Keine Angst, Leute, ganz so schlimm wird es nicht. Ich war letztens bei Rewe. Also auch bei Lidl habe ich das, glaube ich, auch gesehen. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe gesehen, zum ersten Mal, dass es in so einem normalen Geschäft Fairtrade-Schokolade gibt. Habe ich mir direkt natürlich gedacht, boah, Elias musste kaufen, musste unterstützen. Musste dann natürlich auch mal zu Hause googeln, was wird dann da anders und dies, das. Und ja, dann habe ich das gemacht. Habe ich mir da, ich esse jetzt nochmal hier ein bisschen was von meiner Schokolade. Habe ich mir Fairtrade-Schokolade gekauft, danach habe ich bei Rewe nochmal, also ich 5 Tafeln Fairtrade-Schokolade gekauft, immer verschiedener, ich wollte natürlich alle durchprobieren. Sehr, sehr lecker. Ich möchte nicht sagen, leckerer als normale Schokolade, aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Es gab, von Rewe gab es so eine, die war so mit, Schokolade Nougat. Sehr, sehr geil. Und dann gab es noch so eine von, ich glaube, Gepa. Die war ziemlich teuer. Also die von Rewe war nur, hat nur 69 Cent für 100 Gramm gekostet, was für Fairtrade nicht wirklich viel ist. Und die von Gepa hat, glaube ich, 2,30 Euro für nur 100 Gramm gekostet. Die war aber auch sehr, sehr geil. Die war, also das war echt unglaublich lecker. Das war Schokolade mit so kleinen nussartigen Stückchen. Unglaublich lecker. Und ich habe eine Bitte an euch, wenn ihr das nächste Mal bei einem Rewe seid, einem Lidl, einem Aldi, einfach nur, ihr müsst euch nichts kaufen. Ich möchte euch ja hier jetzt so nicht zwingen. Aber ich habe eine Bitte, guckt einfach mal in der Süßwaren, Schokoladenabteilung, was auch immer, ob, es geht nur darum, ihr sollt es nicht kaufen. Es geht nur darum, ob es das da gibt. Oder egal wo, ob ihr irgendwo Fairtrade-Klamotten seht, ob ihr, wie auch immer. Dann schreibt mir bitte mal eine Nachricht, wo ihr das gefunden habt. In welcher, ihr müsst einfach nur die Stadt oder das Bundesland, wenn ihr die Stadt nicht sagen wollt. Und dann in was für einem Laden ihr, was für eine Art von Fairtrade oder, es gibt ja verschiedene Siegel, Pro Planet oder was auch immer, gesehen habt. Würde mich sehr interessieren. Ja, wenn ich jetzt hier schon ein paar Leuten ins Gesicht kacken kann, ein paar Leute meine Videos gucken, dann kann ich ja auch mal so eine, also es würde mich sehr freuen, wenn ihr da einfach mal, wenn ihr das nächste Mal in der Süßwarenabteilung steht und oder in der Alkoholabteilung und euch Alkohol kauft oder was weiß ich, guckt einfach mal schnell bitte, ob ihr da irgendwas mit Fairtrade findet. Fände ich total cool. Ihr könnt das natürlich nochmal probieren, weil ich finde es sehr, sehr lecker und es ist eben nicht ganz schlecht. Ihr wisst vielleicht gar nicht, was Fairtrade ist, ne? Das heißt, dass, das geht um die Arbeitsbedingungen größtenteils und um den Anbau und alles. Aber könnt ihr euch ja selbst damit beschäftigen. So, egal, dazu so viel. Jetzt zum Thema Advents. Ist euch das auch aufgefallen? Jeder verfickte YouTuber macht einen scheiß Adventskalender. Das will ich nicht! Überall. Trivia, Shortcuts, Solution, hier Commander, Game Insight Netzwerk, alle. 61 Minuten 6, alle machen. Alle machen einen scheiß Adventskalender. Es geht mir so auf den Strich, dass es jeden Tag irgendwie 20.000 neue Videos. Was soll ich denn da? Komme ich echt nicht drauf klar. Und ja, ich habe mir keinen Adventskalender gekauft, beziehungsweise auch keinen schenken lassen. Und ich werde mir auch keine Weihnachtsgeschenke schenken lassen. Da habe ich mich stark gegen gewehrt. Weil, ja, ich bin
nicht christlich. Ich gehöre keiner Religion an. Und ich kritisiere Weihnachten sehr, sehr stark, auch unter dem Aspekt der Geschenke. Also generell die Kirche. Und das möchte ich nicht unterstützen. Und dann wäre es ja falsch, wenn ich da Geschenke beziehe. Wie seht ihr das? Kriegt ihr gerne Geschenke? Und wenn ihr wissen wollt, weshalb ich das alles so schlimm finde, oder denkt ihr euch, ja, YOLO, Hauptsache Geschenke, Hauptsache bisschen was, ne? Money, money, money. Dann ist das zwar ein bisschen traurig, aber okay. Und wenn ihr wissen wollt, weshalb ich das alles so kritisch sehe, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Eigentlich möchte ich hier gar nicht so etwas vertiefen. Eigentlich möchte ich hier das Niveau möglichst flach halten. Aber jedenfalls, kommt ein fettes Special. Darauf könnt ihr euch freuen. Richtig fettes Special. So mit Real-Life-Kamera. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und ja, ich bin raus hier. 62er ganz dick. Auf den Freien, auf Trocken. Ich bin raus. Ich habe irgendwas vergessen in diesem Kommentar. Irgendein wichtiges Thema. Egal, ich mache gleich noch einen Kommentar mit dem anderen Thema. Ciao.